Karl Ritter von Stremeyer war österreichischer Politiker, mehrmaliger Minister sowie Ministerpräsident Cisleithaniens, des kaiserlichen Teils Österreich-Ungarns und Präsident des Obersten Gerichtshofes. Leben, Kindheit, Jugend, Studium. Karl Borromäus Anton Franz Seraph Ritter von Stremeyer war Mitglied der adeligen Familie Stremeyer und Sohn des oberösterreichischen Militärfeldapothekers Franz Josef von Stremeyer und dessen Ehefrau Caroline, geborene Rieger. Er wurde als erstes von 9 Kindern in Graz geboren, wo er auch seine Kinderjahre verbrachte. Als sein Vater 1832 befördert und nach Mantua versetzt wurde und die gesamte Familie dorthin übersiedelte, blieb er im Alter von 10 Jahren bei seinen Großeltern in Graz und besuchte weiterhin das Grazer Gymnasium. Wegen der Beförderung seines Großvaters mit folgender Versetzung nach Gürtschach Klagenfurt besuchte er für ein Jahr die 6. Klasse des Klagenfurter Gymnasiums. Als sein Großvater 1839 starb, übersiedelte seine Großmutter mit ihm wieder zurück nach Graz, wo er die Matura ablegte. Als Übergang zum Universitätsstudium begann er in Wien mit philosophischen Studien, lernte neben Latein auch Italienisch, Französisch und Englisch, später auch Slowenisch und Serbo-Kroatisch und las mit gleichgestimmten Kommilitonen römische und griechische Klassiker. 1841 begann er das Studium der Rechtswissenschaften an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz. Da er dem Wunsch seiner Eltern entsprechend keine militärische Karriere anstreben sollte, als 1843 sein Vater und seine Großmutter verstarben, hatte er als ältester Sohn die Erhaltung der Großfamilie zu übernehmen, indem er während seines Studiums Privatunterricht erteilte. Eine seiner Schülerinnen war Bertha Hoop, die später seine Ehefrau werden sollte. Im Herbst 1845 schloss er seine juristischen Studien in Graz ab. Beruf. 1845 begann er die einjährige Zivil- und Kriminalpraxis beim Magistrat Graz und legte 1846 beim Appellationsgericht in Klagenfurt die Rechtsreferendarprüfung in Deutsch und Italienisch mit Auszeichnung ab. Deshalb erfolgte bereits 1846 seine Promotion zum Doktor Juris Utriusque. Und nach beendeter Richteramtspraxis trat er als unbesoldeter Konzeptpraktikant bei der K.K. Finanzprokuratur in Graz ein und wurde am 9. November 1846 in den Staatsdienst übernommen.